Jetzt aber wirklich. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Wir haben beim Griechen bestellt und ich habe jetzt gefüllte Paprika mit Feta und Olivenöl bestellt. Und es klingt so geil und ich habe so Bock. Was für Personal? Was labert ihr im Chat? Will auch haben. Verstehe es. Ist gut. Ich habe meine ganzen Steine vercraftet. Und jetzt bräuchte ich welche für die Steinpfeiler. Das war nicht so smart. Aber ich habe das Gefühl, dass Steinpfeile gar nicht reichen für den Bären. Ich glaube, das wird gleich... Also wir haben immer noch die Wette laufen. Für jeden Tod bekommt ihr 5 von mir verschenkte Subs in der Community. Und ich glaube... Wir werden gleich noch einen richtig schönen Hype-Train selber auslösen. Weil ich echt richtig hart auf die Fresse kriegen werde gleich. Dankeschön, Simanova, für den Prime-Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Vielen lieben Dank. So. Ich bin gespannt. Und Rückzug. Dankeschön, Jinx, für die 8 Monate. Und vielen lieben Dank, Simanava. Vielen lieben Dank auch an dich für den verschenkten Sub. Danke, danke, danke schön für die Sub-Bombe. Das ist total nett. Haben wir eigentlich schon... Wir haben, glaube ich, das ganz seltene Emote. Haben wir noch nicht frei... Ihr habt das noch nicht gesehen, ne? Dankeschön, Marsmensch, für die 111 Bits. Es gibt ein Emote, das hat eine ein Sub-Emote, das hat eine Wahrscheinlichkeit von 5%, dass es droppt. Und ich glaube, wir haben es noch nicht, gesehen. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir haben es noch nicht gesehen. Ich bilde mir ein, dass es noch nicht da war. Wir brauchen immer noch ein Geräusch. Ich muss mal mit Dori quatschen und fragen, ob die Bock hätte, mir Sub-Alerts zu basteln. Doch, hast du uns schon gezeigt. Bist du dir sicher, Frosty? Ich glaube nicht, dass ich euch das gezeigt habe bis jetzt. Nee, das sind Holzbolzen. Wo sind denn meine Leinensamen? Ich habe die auch nicht ins Inventar genommen. Wie sah es denn aus, Frosty? Dankeschön, Mest, für den verschenkten Sub. Vielen lieben Dank dafür. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hat sie erstmal ganz frech hier reingebaitet. Ups. All das wollen wir nicht. Wir wollen einen... Ah, jetzt habe ich den Holzstamm vergessen. Und Dankeschön nochmal, Mest. Vielen lieben Dank. Warum ist... Was ist nein mit Frosty? Was habe ich verpasst? Oh, wow. Jinx, danke schön für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen lieben Dank. War so sehr nett. Danke schön, danke schön. Vielen, vielen lieben Dank für die 5 Subs. Achso, er weiß nicht mehr, wie es aussieht. Hä? Gut. Und Dankeschön, Jinx. Vielen lieben Dank. Was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Das hat meine Oma auch immer gesagt. Ah, und jetzt habe ich die Federn vergessen. Dankeschön, Tinderli, für die 11 Monate. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank, ihr Lieben. Weiß Kiba und Joy, die nebeneinander sitzen, bin mir nicht sicher, ob ich da mal was gesehen habe. Nee, das ist der Raid Alert. Der Charakter muss die strammsten Waden im ganzen Ort haben. Ich fühle mich dezent verarscht.
Wollt ihr mir was sagen? So, wir haben 20 Steinpfeile. Ich habe nicht das Gefühl, dass das reicht. Aber wir gehen dieses Risiko ein. Weil ich mich umschauen möchte. Es wird schon gut gehen. Wenn ich es verkacke, verkacke ich es. Ist gut für euch. So. Wir werden auch die Holzbecher einmal mitnehmen und verkaufen. Und die Holzlöffel. Und von den Holzschalen, die werden ja eh alle wieder hergestellt. Und die Holzteller und die kleine Fiole. Den Rest nicht. Gut. Und dann machen wir uns auf den Weg. Ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Aber da werden wir dann noch drauf kommen. Wenn wir unterwegs sind. Nein, der Blade Wolf. Ich möchte keine Position. Ich suche. Und Dankeschön wieder Gami nochmal für den Rhyme Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Und Dankeschön Daniel für das liebe Kompliment. Essen und Trinken. Quatsch, das braucht niemand. Essen haben wir mit. Trinken finden wir unterwegs. Ich bilde mir ein, es hat einen lila Hintergrund und es war Palti, kann aber ein anderer gewesen sein. Das ist der Raid Alert. Der mit dem krassen Hype-Dingster-Bumster, wo dann Joy und Kiba nebeneinander sitzen und sich verwirrt anschauen, ist der Raid Alert. Ja, dann kennt ihr ihn wirklich noch nicht. Haha. Dankeschön, Fetter Ghost. Vielen lieben Dank für die 2 verschenkten Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, ihr seid so nett zu mir. Hallo. Kauf meine Sachen. Folgendes. Ich verkaufe dir das hier. Und dann verkaufe ich dir das hier. Und dann verkaufe ich dir das hier. Und dann verkaufe ich dir auch noch das hier. Und auch noch das hier. Haben wir ein bisschen Geld gemacht. Nicht ganz viel, aber ein bisschen. So. Und jetzt wollte ich irgendwo hier... Ich würde halt... Das ist keine Mine. Das ist halt der Wasserfall. Also ich würde halt gerne eine Mine selber finden. Und wenn ich eine Mine selber gefunden habe, dann nerve ich euch nochmal, damit wir rausfinden, ob in der Nähe sonst wo noch eine ist. Aber ich würde halt gerne eine Mine alleine finden, damit ich sie einmal selber quasi entdeckt habe. Und wenn ich eine selber entdeckt habe, dann werde ich euch nochmal nerven, damit wir rausfinden, ob es irgendwo in unmittelbarer Nähe von mir eine gibt. Ach, wir wollen auch einmal noch hier speichern, bevor wir da gleich in den Wald reingehen und abnippeln. Und Dankeschön, Pit der Ghost, für die 2 Subs. Habe ich mich bei dir schon bedankt? Ich glaube nicht. Vielen lieben Dank. Der Alert wird bei Resubs oder neuen Subs getriggert. Glaube ich. Bonjour Jugendspiele. Ja. Wie kommst du gerade drauf? Das sind Füchse. Die Sache ist halt, dass diese Minen wahrscheinlich nicht einfach so... Warum habe ich eigentlich nicht die Dorfbewohner gefragt? Ich hätte die Dorfbewohner bestimmt fragen können, wo ich eine Mine finde. Bonjour hat dein Team getwittert. Ich kenne mein Team noch nicht mal selbst. Finde ich jetzt über Bonjours Twitter-Account mein Team raus? Ach, das ist mein Team. Das ist ein cooles Team.
Das ist ein cooles Team. Dankeschön, Barker, für die 66 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Wo ist es? Da ist es. Okay. Alles entspannt. Ich bin bei den Bon Jovi Jugendspielen mit am Start. Fragt mich nicht, warum ich das freiwillig mache. Ich weiß es auch nicht genau. Aber ich bin auf jeden Fall freiwillig bei den Bon Jovi Jugendspielen mit am Start. Und ich bin in einem Team mit Niklas, Baso und Sterzig. Das wird sicher ultra lustig werden. Ich bin gerade nicht gestorben, ne? Können wir mal eine Sekunde festhalten, dass ich gerade nicht gestorben bin? Tja, egal, ob es ein Wolf oder ein Bär war, ich bin nicht tot. Das ist viel wert. Das hätte ich nicht gedacht. Das sind einfach nur Felsen. Sind Minen so richtig minig? Also sind Minen wirklich Minen? So minig, minig, so richtig, so... Weiß nicht, wo man reingehen kann? Ja, okay, krass. Okay. Dann muss das doch safe irgendwie an einem Berg sein. Wie viele habe ich, wie viele Fackeln habe ich eigentlich noch genug? Das geht noch. Denkt ihr, die Minen von Moria nur eine Nummer kleiner? Oh, oh. Hallo Fenayon, einen wunderschönen. Und ohne Balrog. Ja, das wäre wünschenswert. Also, auf einen Balrog hätte ich jetzt auch nicht so Bock. Wohnen Bären nicht auch in Höhlen? Und ich brauche für neue Fackeln, brauche ich Stroh. Das ist ja scheiße. Das heißt, wenn mir die ausgeht, geht mir die aus. Und dann ist das, dann bin ich am Arsch. Bronzesichel. Und Flachshalm, Digga, watt. Okay, wir müssen nochmal runter. Ich muss Stroh holen, mir geht das doch aus. Ja gut, aber wenn wir wissen, also wenn wir wissen, dass Bären in Höhlen wohnen und dass Minen Höhlen sind, dann muss ich doch eigentlich einfach nur auf der Karte nach dem Bärensymbol suchen. Und dann müsste ich doch eigentlich bei einer Höhle landen. Ob ich das will, ist die Frage. Das gefällt mir nicht.
So. Bitte geben Sie mir Flachs. Ja, ich habe schon ein paar Bärengebiete entdeckt. Aber ich bin da immer wieder direkt raus abgehauen. Also nicht Flachs, sondern Ried. Weil ich sehr viel Angst vor Bären habe. Du musst doch für deine Quest eh noch einen Bär killen. Haha. Oh Mann. Ich hätte das gern noch weiter aufgeschoben mit dem Bären. Also, ich habe jetzt noch nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt einen Bären zu treffen. An dem Vincent bin ich schon gestorben. Vom Bären bin ich noch weggekommen letztes Mal. Jetzt fehlen mir Stücke. Um zu schlafen. Okay. Dann probieren wir das jetzt nochmal neu. Ich will da gar nicht hin. Ich habe bestimmt hier irgendwo... Ich habe safe hier irgendwo eine Mine. Irgendwo an diesem Berg oder irgendwo an diesem Berg. Ist das ein Mineneingang, ist die Frage. Sind diese ganz dunklen Stellen Mineneingänge? Ich markiere mir das jetzt einfach mal und gehe gucken. Aber dann wäre hier halt keine Mine und das wäre halt schon wackity-wack. Aber das ist ein Minen... Das ist safe ein Mineneingang. Das ist doch safe ein Mineneingang. Okay. Also wenn wir wissen, dass das ein Mineneingang ist, habe ich dann vielleicht hier noch irgendwo einen? Ist das ein Mineneingang? Oder ist das einfach nur eine dunkle Verfärbung? Chat, da dürft ihr jetzt antworten. No. Ja. Das ist keine, nein, nein, okay. Also es ist wirklich, ah nein, ich hab weg markiert. Also das ist wirklich, was ist das denn? Ist das einfach ein Fluss? Hä, da hinten ist ja noch ein Ort, in dem war ich ja auch, war ich schon mal in dem Ort? Es sieht so aus, weil ich habe ein Rabengebiet hier also. Aber in Hornitza war ich, glaube ich, noch nie. Ja, dann wird es mal Zeit, dass wir da jetzt runtermarschieren. Boah, das wird eine Strecke. Boah, das wird eine Strecke. Ja, ich bin gespannt. Alter. Let's go. Kann man nicht auch auf einem Pferd reiten? Wäre das nicht mal eine sinnvolle Investition?
Pferde sind Endgame-Content. Bevor ich ein Pferd haben kann, kann ich einen Esel haben. Und damit ich einen Esel haben kann, brauche ich einen Stall. Das kostet Geld und XP. Und der Esel kostet Geld und XP. Und ich habe weder Geld noch XP. Ich kann doch nicht mal Schweine haben. Das, was ich bis jetzt haben kann, sind Hühner. Und da Hühner leider nur entfernte Verwandte zu T-Rexen sind und keine gigantischen großen T-Rexe, kann ich auf meinen Hühnern leider nicht reiten. Es wäre amazing, aber es geht nicht. Ach, das ist eher beschissen gerade. Ha, au, 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 au. Okay, ich brauche mehr Abstand zu euch. Warum seid ihr so schnell? Oh, normal. Ich muss halt auch treffen. Jetzt kommt er wieder. Okay. Die sind halt so nah an mich rangelaufen. Ach du Scheiße. Okay, das ist echt krass, was wir da gerade für Zeug rausnehmen. Ich müsste halt diesen Steinpfeil hier. Ich brauche diesen. Bitte, bitte geben Sie mir. Können Sie bitte einen Meter weiter links sterben? Ich hätte gern meinen Pfeil wieder. Können Sie bitte ein. Bitte geben Sie mir meinen Pfeil. Das ist jetzt echt nicht nett. Ich habe mich so darauf vorbereitet und jetzt kriege ich meinen Pfeil nicht. Mann, jetzt bitte geben Sie mir... Arschgeige. Dankeschön, Panzerhuhn, für den Sub. Und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Nee, man kann Menschen nicht mit dem... Man kann Menschen nicht abbauen in diesem Spiel. Ich muss, glaube ich, warten, bis der despawnt. Alter, wie viel haben mir diese Banditen hier gerade gegeben? Like, es ist insane. Ich bin reich. Wie viele Pfeile habe ich noch? Ja, das reicht schon. Das wird schon klappen. Geil. Musst du Schilder aufstellen. Wir bitten Räuber, Wilderer und andere Opfer gnädig, so zu sterben, dass in ihnen steckende Munition recycelt werden kann. Das wäre auch nur fair, das zu fordern. Ganz ehrlich, diese ganze Umweltverschmutzung überall ist ja der absolute Horror. Was wir jetzt aber auf jeden Fall mal machen, einfach weil mir das gerade alles nicht ganz so geheuer ist, wir würden jetzt aber einfach mal an der Stelle ein Feuer machen.
Und dann würden wir erstmal unser ganzes Fleisch kochen und schlafen und dann bei Tag weiterlaufen. Okay, und dann wollen wir erstmal schlafen. Weil ich dann vielleicht ein bisschen besser sehe, weil sie... Okay, es ist nebelig. Scheiße. Es ist nebelig. Macht nichts. Wir haben aber jetzt auch einen Knüppel, den wir ausrüsten können. Und eine Bronze-Axt. Das schaffen wir schon. Wir sehen den Bär ja bestimmt von weit weg. Hallo Wolkentraum. Vielleicht möchte ich auch erstmal noch ein bisschen was essen. Ja. Wer hat eigentlich gedacht, das wäre eine gute Idee, mitten im Winter irgendwo hier rauf in den Norden zu laufen, um Bären zu suchen? Was war das eigentlich für eine beschissene Idee? Und warum habt ihr mich nicht davon abgehalten, das zu machen? Habt ihr mich nicht davon abgehalten? Wir laufen mal bei den Süden. Mann, Chat. Chat, bitte. Gut. Wir müssen weiter in diese Richtung, ne? Ja. Oh. Hättest du auf uns gehört? Nein. Ich bin gerade erst gekommen. Dann trägst du die meiste Schuld. Die Musik hat sich noch nicht verändert. Ich habe keine Ahnung, ob Bären Winterschlaf halten in diesem Spiel. Ich gehe im Zweifelfall mal nicht davon aus. Dankeschön, Gesingos, für die 38 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Und wenn Bären halten keinen Winterschlaf. Okay, Leute. How? Like, wie rastet das so krass aus? Like, the fuck? Warum? Wieso? Warum so schnell? Ich habe echt gedacht, dass ich ein bisschen... Also... Oh, ich werde arm, wenn wir das jetzt machen. Ich werde komplett arm, wenn wir das jetzt machen. Das waren drei Hits. Waren es nicht vier? Hä? Thank you.
Ich komme halt nicht mehr dazu, ich komme nicht mal dazu, meine Waffe zu wechseln. Okay, ich schulde euch nochmal 5. Wir probieren es nochmal. Sicher, dass der Pfeil schwer genug ist? Nein. Hä, warum rennt der weg von mir? Hä? Der verarscht mich doch. Betsy verarscht mich doch. Betsy? Ja, ernsthaft, Betsy, ich find's nicht so witzig, was du da machst. Kommt der jetzt wieder zurück? Also ich würde jetzt einfach hier oben bleiben. Ich finde, hier oben ist schön. Hier steht sich's gut. Wir haben genug Proviant, um hier auch bis zum Frühling zu stehen. Hier sind noch ein paar Zweige, wir machen uns hier ein kleines Feuer. Ich lebe jetzt hier, das ist voll fein. Aber ich komme halt aus der Entfernung nicht ran. Ich weiß, dass da eine Höhle ist, aber ich will da nicht rein. Weil ich nicht weiß, ob der dann auf mich wartet, wenn ich rauskomme. Wir können da ja vielleicht einfach mal ein bisschen klug sein. Wir sind einfach mal so ein bisschen klug. Komme ich von hier ran, ist die Frage. Ich komme niemals ran von hier, oder? Okay, da habe ich viel zu viel vorgehalten. Der bewegt sich halt jetzt so blöd da hinten. Ich traue mich halt hier nicht runter. Wenn ich da zu weit runter gehe, dann ist alles verloren. Aber ich weiß auch nicht genau, was der da gerade jetzt macht. Also, ich sehe ihn halt nicht mal mehr. Oh, Leute, das ist eine ganz schlechte Idee, was wir gerade machen. Das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Vor schlechten Ideen wird gespeichert. Okay. Hä, warum rennt er denn schon wieder weg von mir? Ich mag das nicht. Ich will dem Bären nicht nachrennen. Aber er zwingt mich gerade dazu und ich find's nicht schön. Es ist... Ich find das nicht gut. Betsy! Oh Gott. Oh Gott. Okay, wir wollen erstmal hier hoch. Bevor wir Betsy hier nochmal ärgern, erstmal nochmal hier hoch. Na komm. Hallo Betsy. Ich habe das Gefühl, der kommt hier auch einfach hin, wo ich bin. Das ist, glaube ich, scheißegal, dass ich hier erhöht stehe. Ich glaube, das macht überhaupt nichts.
Ach, der blutet. Ach. Ach, der blutet. Und der rennt frontal die Berge hoch. Okay. Ich schulde euch jetzt noch... Wie viele schulde ich euch mittlerweile? Dankeschön, HSN, für den Prime-Sub. Vielen lieben Dank. Dankeschön, Dankeschön. Ja, verblutet lang. Wir müssen einfach nur Geduld haben. 3 Tote soweit, 5 Subs ausgezahlt, 10 fehlen noch. Okay. Dankeschön, Sironius. Vielen lieben Dank für die 7 Monate. Betsy wird mich arm machen. I tell you so. Betsy wird mich absolut arm machen. Aber er kriegt die ganze Zeit Schaden. Aber ich will halt nicht... Will ich warten, bis er einfach tot ist? Ich könnte ich schon machen eigentlich. Ich meine, die Sache ist halt, ich bin halt gerade auch geschwächt. Aber es geht ja auch ein bisschen darum, dass ich jetzt quasi meinen ersten Bären erlege, damit ich dann bessere Karten habe. Weil ich komme ja jetzt auch einfach nur nicht richtig am Bronze ran und das ist jetzt mein erstes. Ich muss ihn halt töten und ich habe ja noch nicht bessere Pfeile. Also wir können jetzt auch ein bisschen... Wir können ein bisschen zirgen, oder? Kannst du nicht 10 Minuten dann nach Hause reiten? Ich bin leider nicht Kislev in diesem Spiel gerade. Super. Erstmal ein bisschen selber Schmerzen zugefügt. Guck mal, Betsy. Ich bin fair. Wenn du Schmerzen erleidest, erleide ich auch welche. Ich trau mich nicht ran, ich trau mich nicht ran, ich trau mich nicht ran. Er ist halt auch einfach, ich bin auch einfach nicht nah genug. Okay. Ich treffe den auf die Entfernung nicht, ne? Mit dem Bogen. Ich treffe nicht. Ach, die Pfeile sind jetzt hier gelandet. Ich muss höher aimen. Das war zu hoch. Jetzt habe ich ihn getroffen. Jetzt muss ich mir aber meine Steinpfeile wiederholen. Haha. Haha, what a joke. Ich speichere mal. Haha. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Okay. Dann gehen wir wieder auf unsere Erhöhung und gucken von der anderen Seite. Okay. So. Habe ich meine Pfeile noch ausgerüstet? Ich habe meine Pfeile noch ausgerüstet. Ich habe... Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Ha, wir haben noch genug Pfeile. Okay. Wir haben ja wieder aufgehoben. Das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist, in dem Bär stecken auch Pfeile. Das ist nicht so gut.
Okay. Betsy, ah, da hinten oben. Er kriegt immer noch Schaden. Aber das war diese blöde Stelle, wo er halt instant zu mir hingekommen ist. Das heißt, wir wollen eher hier stehen und dann auf Long Range. Das ist halt viel zu weit von der Entfernung. Das treffe ich nicht von der Entfernung. Dafür bin ich einfach zu schlecht. Im Bogenschießen. Aber der guckt da auch gerade echt ein bisschen blöd durch die Gegend. So, aber von hier schaffen wir's. Ich weiß halt nicht, ob ich zu hoch oder zu tief schieße. Ich weiß nicht, ob ich zu hoch oder... Viel zu hoch. Jetzt ist es zu hoch? Vorhin habt ihr gesagt, das ist zu niedrig. LOL! Wie der da hin und her geflogen ist! Alter, das war ein Krampf gerade! Oh mein Gott! Du trägst zu viel! Nein! Nein, 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 nein. Wir werden jetzt gar nicht erst in eine Situation kommen, in der mir das Spiel jetzt sagt, ich muss Dinge hergeben. Das kannst du vergessen. Ich habe gerade mit allem in meinem Leben dafür gekämpft, dass ich diesen Bär töte. Ich werde jetzt keine Sachen droppen. Vergiss es. Und ich habe noch nicht mal genug, um ein Feuer zu machen. Na moin. Dankeschön, Pink Fluffy Unicorn, für die 5 verschenkten Subs. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, 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 danke schön, danke schön. Also, ihr Lieben, ich werde euch gleich die 10 Subs geben, die ich euch schulde. Die bekommt ihr auf jeden Fall gleich. Aber ihr müsst mir eine kurze Sekunde geben, weil ich jetzt erstmal ganz schnell, bevor dieser Bär respawnt, hier Sachen sammeln muss. Ich stehe hier ein bisschen unter Stress. Ich kann nicht mehr mitnehmen. Ich bin völlig überladen. Wenn ich jetzt noch mal in den Bär reinlaufe, habe ich echt ein Problem. Wie komme ich denn jetzt? Wahrscheinlich ist das Leichteste, wenn ich nach Hornitzer gehe. Und dann dort erstmal Sachen verkaufe, weil ich bin völlig überladen. Schmeiß Steine weg. Ablegen. Ja, ihr habt wahrscheinlich ihr Recht. Und Brennholz kann ich auch ablegen, auch wenn es weh tut, aber das brauche ich halt gerade echt nicht. Bin halt trotzdem noch immer überladen, ne? Den 3% Bogen kann ich auch droppen. Es reicht immer noch nicht. Essen könnte ich noch. Alles, was ich gegessen habe, muss ich nicht tragen. Ich geh zurück nach Hause und laufe dann wieder her. Ich gehe sicherheitshalber zurück nach Hause, liefere das Kupfererz ab und dann kommen wir wieder her. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht schleichen wir uns an dem Bär vorbei. Mal gucken. Oh Gott, ey. Habe ich Holzstämme mit?
Ach, ich habe auch Holzstämme mit. Das hätte ich gar nicht gesehen. Dann könnte ich aber noch mal ganz kurz rein und noch ein bisschen mehr Kupfer mitnehmen.